So, meine Lieben, und herzlich willkommen zu Let's Play Sims 3. Eigentlich wollte ich das Intro von dem Ganzen mit aufnehmen. Nur Leute, erst hatte ich vergessen, den Ton wieder einzustellen dafür. Deshalb hattet ihr darauf überhaupt keinen Ton, also ich auch nicht. Und das Ganze hat jetzt sage und schreibe, also bis ich hier in diesem Bildschirm gelandet bin, hat es sage und schreibe 12 Minuten gedauert. Das ist lange. Und dann müsste ich prinzipiell das Let's Play gleich wieder beenden. Dann können wir noch nicht mal einen Charakter erstellen. Und ich glaube, es ist ein Stress unser aller, dass ich es dann einmal lasse. Dadurch, dass das Sims so lahmarschig ist oder allgemein Sims ziemlich lange braucht zum Hochfahren, wird es wie gesagt nur am Wochenende hochkommen, also ein oder zwei Folgen, Samstag, Sonntag, je nachdem. Ich hoffe, ihr seid mir deswegen nicht böse. Worüber man redet, könnte es vielleicht am Wochenende gleich ein paar mehr Parts rauszubringen. Darüber können wir vielleicht diskutieren, weil alles andere ist Blödsinn. Mal ganz davon ab, dass Bioshock im Vordergrund stehen soll und Sims eigentlich nur so ein lustiges Nebenbei-Projekt ist, um euch das Wochenende ein bisschen schmackhafter zu machen. Ja, wie ihr seht, ich spiele gerne Sims, aber ich komme, also Sims ist immer so, du spielst es eine Weile, dann hast du überhaupt keinen Bock mehr drauf und dann packt dich wieder der enorme Flash, es zu spielen. Ich habe auch mittlerweile fast alle Erweiterungspacks. Es fehlen aber noch einige, die muss ich mir noch holen, zum Beispiel Inselparadies Late Night leider auch nicht mehr, nachdem mein Computer sich selber einmal gecrashed hat. Was war noch? Die 90er Accessoires, Diesel Accessoires, sowas fehlt mir alles noch. Aber ich habe jetzt zum Beispiel Into the Future, ist mein aktuelles Pack, was ihr auch kennenlernen werdet. Ich werde auch gleich eben anfangen und nicht das Ganze hier totsammeln. Ich werde keine von meinen Familien nehmen. Ich werde eine neue erstellen. Und wir erstellen mal in... Ja... Molotow? Twinbrook? Ich glaube, ich nehme Moonlight... Oder Riverview. Riverview ist die Stadt, die ich selber gedownloadet habe. War eine Zeit lang kostenlos. Ich weiß nicht, ob es das immer noch ist in diesem Sims Store. Wo ich eigentlich auch angemeldet bin, nur irgendwie... Da habe ich zur Zeit keine Zukunft drauf, aber ist ja wurscht. Was nehme ich denn? Ich glaube, ich nehme mal Starlight Shores. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Wir können, also wenn ihr wollt, können wir auch immer noch umsiedeln. Das dürft ihr ruhig entscheiden. Ich mach das mal. Da ich möchte eigentlich, auch wenn vielleicht nicht viele zugucken werden, die zugucken, können gerne mitentscheiden bei die Sims. Ja. Achso, hier eine super Neuerung nach dem Update, nachdem Into the Future rauskam, dass man hier ein bisschen was suchen kann. So kleine Suchbilder, finde ich lustig. Und dann kriegt deine Familie so ein paar Punkte auf Lebenszeit gut geschrieben. Ist eine niedliche Aktion. Das habe ich auch drin gelassen. Bei mir macht das nicht so wirklich Probleme. Lasst euch nicht täuschen. Kurz bevor das Ende da ist, wird das nämlich wieder stoppen. Was dazu zu sagen ist, ich habe einige Uploads mit drin. Also ich habe ein bisschen was gedownloadet, so Frisur, technisch, Klamotten. Könnte auch daran liegen, dass mein Sims ewig braucht. Aber ich finde die alle so toll und die Sims-Sachen, die mir schon mit drin sind, sind nicht so der Burner. Also meins sind sie nicht. Von daher werde ich die Sachen auch drin behalten. Ich habe beschlossen, unsere Familie Zuba zu nennen, also wie mein Minecraft-Name und sonstiger Name. Das ist nicht mein richtiger Nachname, aber ich werde die Familie wahrscheinlich Zuba nennen. Und mein erster Charakter wird einer sein, den ich in meinem RPG gespielt habe. Also Foren-RPGs, wovon Naika und ich schon mal gesprochen haben. Bei Minecraft dieses, wo man das Erlebte schreibt. Ich spiele persönlich ja immer noch Foren-RPGs, die Naika mittlerweile leider nicht mehr. Schade, ich vermisse ein bisschen die Zeit mit Kuro und Finja.
Ja, und ich werde wahrscheinlich den Hideaki machen. Das ist ein Wolfsdämon, darüber haben wir auch schon über Minecraft gesprochen. Mit silbernem Haar und hast du nicht gesehen. Aber es soll so eine kunterbunte Familie sein. Also, dürft ihr auch entscheiden, wer in diese Familie mit reinkommt. Also, wenn sich eben halt bis dann keiner meldet, mache ich einfach selber mal welche. Ich nehme wahrscheinlich irgendwelche Charaktere aus Foren-RPGs. Und ja, dann werden wir mal sehen, ne? Ihr habt, wie gesagt, die Narrenfreiheit eigentlich bei dieser Sache, wenn ihr möchtet. Zack, ich also kurz vorher mit mir stoppen. Und ich mache das, was ihr möchtet. Ihr könnt auch wirklich Vorschläge schicken, wenn ihr möchtet. Und dann werde ich euch nach diesem Maße versuchen, ein Sim zu erstellen. Ja. Aber ich weiß gar nicht mehr, was ich alles labern soll, wenn dieses Abspann so ewig dauert. Habe ich gleich nichts mehr fürs Let's Play. Wir sind jetzt schon bei 7 Minuten. Kann ich schon kommen? Ich habe ein bisschen spät den Timer gedrückt. Ich muss eigentlich auch schon bald wieder ins Bett. Wollen wir wieder arbeiten? So. Bla 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 bla. Hier, Campusjahre fliegt mir auch, noch fällt mir gerade so ein. Das ist jetzt hier Showtime. Steht hier immer unten, von welchem Ding das ist. Wurfständiger Hocker? Ist das der? Jo. Ich glaube, es geht nicht los. Das dauert bei mir aber ein bisschen. Das, wie gesagt, das wird der Grund sein, warum ich auch Sims nur bedingt aufnehmen werde und am Wochenende, weil alles andere ist mir einfach zu anstrengend. Und ich bin faul. Ups, habt ihr das jetzt gesehen? Ich habe nämlich nicht das Vollbild an, deshalb sieht man hier unten eventuell meine Taskliste. Und wenn ich an der Seite rauffluppe, hier so das Menü von Windows 8. Ja, ich habe Windows 8 und ich hasse Windows 8. Ich will wieder Windows 7 haben. Aber es gab nur Laptops mit Windows 8 bei Mediamarkt, die schnell erhältlich waren. Ah, hätte ich mir doch einen bestellt. Die waren nämlich noch alle auf Windows 7. Ich bin ein Windows 7-Verfechter. So, jetzt kannst du aber auch schon langsam losgehen. Die Leute haben schon, glaube ich, keinen Bock mehr auf meinen Quatsch hier. Ich suche ein Buch. Ich mache das jetzt mal. Ein Buch, ein Buch, ein Buch. Da ist eins. Seht ihr auch das Buch? Und ich sage, das ist direkt an. Ein Mikrofon. Das hat der Alte da in der Hand. Wollen wir das kleine Bimmelbild-Einlage? Ich hoffe, die Schneider machen mal wieder ein Bimmelbild oder bringt mal ein Bimmelbild raus. Ich kann mir ihre Videos hier angucken. Und das war eigentlich schon ziemlich lustig, ihre Bimmelbildaufnahme. Schnarch! Werk der Bequemlichkeit. Das müsste ein Sofa sein. Denke ich. Wow, jetzt sehe ich auch besser. Oder ist der Hocker hier mit diesem Sofa, oder? La-da-da-da. Ich denke mal, die Folge wird ein bisschen Überlänge haben. Kurz was trinken. Lecker, gesund, Eistee. Mit Pfirsichgeschmack. Ich hoffe, ich mache der Nike keinen Strich durch die Richtung mit den Sims. Weil sie sagte mir mal, sie wollte das auch mal aufnehmen. Zur Not machen wir es parallel. Also ich würde es nicht so schlimm finden. Und ihr? Ja, nicht so, ne? Da ist aber ein Sofa. Die Schlangenlampe. Ich habe jetzt was ganz anderes gelesen. Das sage ich jetzt aber nicht. Taufisches Korbbrett. Naja, ihr seht, es lädt schon wieder ewig. Mein Sims halt, ne? Ich weiß nicht, ob es an dem Suchbild liegt.
könnte man prinzipiell eigentlich mal gucken. Ich werde das mal, glaube ich, bei dem nächsten Mal deaktivieren. Und dann schauen wir mal weiter. Ja. Gott, ich quatsche normalerweise so länger, so gerne, aber mir fällt mir auch nicht mehr viel ein. Blitzblankibecken, das wäre das. Er clustert mal, vielleicht geht er dann schneller. Da. Wanduhr tickt, hat die sich auch schon. Das ist die hier oben. Doof, dass jetzt auch keine Musik mehr kommt. Das ist so blöd, alleine zu reden. Ah, hier werdet die erste Folge nur Ladebildschirm sehen. Schön, oder? Spielen. Also das läuft ja auch alles so im rechten Ding zu. So, wir sind jetzt in, was hatte ich gesagt? Starlight Shores, ne? Genau. Also werden wir uns jetzt mal, oh, ich hasse es, wie diese Reiterhöfe das alles blockieren hier. Zum Beispiel bei Sunset Valley belegt das Ding mein Lieblingsplatz zum Baum. Oben auf dem Hügel, neben den Luxushäusern, bei diesem Angelplatz. Sims-Leute wissen, was ich meine. Erstelle einen Haushalt. Wir können endlich anfangen. Ich hoffe, das Erstelle ein Sim wird schnell gehen, aus dem einfachen Grund, weil ich schon genau weiß, wie der Charakter aussehen soll. Ich finde es ganz lustig, ist, nimmt ihr den gleich aus meiner Auslage. Ich habe dann nämlich. Weeb! Ich habe den nämlich eigentlich schon gespeichert. Also, ursprünglich heißt dieser Charakter Hideaki. Wir werden ihn Hide taufen. Ist so wahr. Aus dem einfachen Grund, weil wegen ich. Wenn ihr noch einen anderen Namen haben möchtet, sagt einfach Bescheid, dann. Benutze ich den hier Sheet, Chessing Sheet Enable True und werde den halt dann ändern für euch. So, Hideaki ist von mittlerer. Ist ja recht dünn. Sagen wir mal so. Er hat einen Muskel. So. Machen wir mal so. Ich glaube, das ist in Ordnung. Junger Erwachsener passt. Eigentlich müsste ich Werwolf nehmen. Ihr seht, ich habe Supernatural. Aber ich hasse diese Dinge. Alles, was ich cool finde, sind Vampire. Die restlichen. Nee. Ist nicht so meins. Dann fangen wir mal an. Oh, mein Vater ist gerade in der Küche. Wo er gleich reinkommt und fragt, ob ich wach bin. So. Hideaki hat, wie gesagt, silbernes Haar. Wenn wir ein bisschen umändern. Ja, ich weiß, hier ist eher das hier. Aber dann sieht er so noch. Geht er nicht, ne? Dann müssen wir gleich noch mit der Figur. Ich werde erstmal das hier behalten, aus dem einfachen Grunde, weil ich so das Gesicht ein bisschen besser abschätzen kann. Von dem Standardgesicht gehen wir mal aus. Mache ich am liebsten. Und gucken wir mal. Dieses Profil wäre das hier. Oder das. Kopfbreite. So, ne? Gesichtshöhe. So, Gott, hier sind riesengroße Glubschaugen hier. Das Kind. Machen wir das mal so, ne? Ich hasse diese Regler. Normalerweise mache ich die einmal
und habe sie dann wirklich auch in der Ablage gespeichert, weil ich immer zu faul bin, das zu machen. Ekelig aus. Boah. So, das ist glaube ich okay. Dann gucken wir nochmal weiter, was es sonst noch so sieht. Also, bei diesem kannst du nur 4 machen. Und es soll ja bei Sims 4 noch mehr geben. Aber ob ich Sims 4 spielen werde oder mir gar kaufen werde, steht doch in den Sternen. Also eigentlich eher so. So. Oder so. Super vor. So. So. Kann ich noch Bogen gerne machen, weil ich die nicht immer mache. Fällt mir gerade so auf. Schiefer Diesel. Ja. Das sieht ziemlich cool aus. Ja. Das muss. Bei Hügel so ungefähr. Unterbiss. Warte mal. Und dann noch mit dem. Alter. Das sieht auf jeden Fall sexy aus. Er hat einen Kussmund. Oh nee. Das kannst du keinem anbieten. Das geht nicht. So. Die Langknochen sind heute schon okay für wieder. Fällt ihn aber warum nicht. Ohren sind auch okay. Augen. Ja, die Augen lassen wir mal, die sind gut. Die Lippen. Bei den Lippen möchte ich gerne was ändern. Die Nase kann eigentlich auch so bleiben. Die Siege, okay. Leica wird mich hauen. Sie weiß, welche Art sie ist. Und wenn der nicht so super ist, dann verprügelt die mich. Das weiß ich. Doch, was ist denn da noch, ne? Hallo? Hier geht mein Mausflügel immer noch. Ah. So. Jetzt kann man, glaube ich, nehmen. Ja, die sind nicht einmal meine Lieblingscharaktere. Das soll eigentlich auch ein bisschen lächeln. Aber hier ist ein fröhlicher Mensch. Sieht das gerade so nochmal so ein Duckface, oder? Das ist nicht so. Als erstes vielleicht, wenn wir das hier gleich einstellen. Duckface. Welchen Rippen erkennen, ne? Na komm ich. So. Die Oberlippe finde ich ein bisschen. Halt der Oberlippe. Und so. Vor. Ich glaube, ich muss den Mund auf jeden Fall ein bisschen kleiner machen. So, und den Mund ein bisschen kleiner. Unterlippe lasse ich. Oder warten wir nochmal. Und die Knie und Winkel. Ich will den einfach nur kleiner machen. Und Breite. Joa, kann man so nehmen, oder? So, bei den Augen wollte ich noch Folgendes einstellen. Viele hat nämlich nicht nur irgendwelche Augen, die da goldene Augen.
Die sehen so nicht. Machen wir das so. Und so. Und dann passt das. Haben wir schon mal fast mit 20 Minuten. Haare. Boah, ich habe natürlich immer wieder voll zusammenschneiden muss. Er kann halt alles immer noch nicht. So, hier sind die verschiedenen Frisuren aus den verschiedenen Kategorien. Wie zum Beispiel Into the Future. Nein. So, hier, da habe ich mich nämlich schon für eine folgende Frisur entschieden. War das jetzt die? Die? Das war die, die Frisur sind. Oder warte mal. Habe ich hier vielleicht noch die bessere? So wie aus dem Justin Bieber? Die war das. Oh nein, nein, das ist die überhaupt nicht. Nee. Hier sind auch die runtergezogenen Inhalte. Runtergezogen. Das war, glaube ich, die Griffins Klo-Frisur, ne? Nee, doch nicht. Einige sahen auf den Bildern so geil aus. Dann lade ich die runter und versuche die an meinen Sims und dann. Ja. Dann sahen sie nämlich scheiße aus. Hier, das ist Justin Bieber-Style. Nicht für Videos, aber irgendwie cool. Aber er hat eigentlich lange Haare. Die würde ich auch cool finden. Scheiße! Nein, Kinder, scheiße sagt man nicht. Wie nehme ich die eine da? Wie ist, wo ist sie? Wo ist sie? Ist wieder oben. Nicht die. Kreuzigt mich nicht. Wir können es jederzeit immer noch ändern. Augenbrauen würde ich irgendwie in das Standardding da. Was ist? Nehmen wir das, ne? Da kann man so ein bisschen Wimpern haben. Sieht es zwar eher Nein. 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 Nee. Und Körperbehaarung. Da. Ja, es gibt bei mir Körperbehaarung. Und zwar eigentlich nur hier. Das finde ich am wenigsten widerwärtig und ekelhaftig. So, machen wir das so, dann fällt es noch weniger auf. Dann kommen wir jetzt zum Klamotten, ne? Gott, das ist schon wieder ewig hier die Folge. Ja. Ich werde hier die jetzt nicht als Wolfs. Ich habe zwar solche Wolfsohren, die man darauf machen kann. Werde ich aber nicht machen, es sei denn, es wird gewünscht. Obwohl ich das auch voll niedlich finde. Hier sind wieder diese Inhalte von Into the Future. Ihr seht, es dauert auch bei mir hier so ein bisschen länger, weil wegen Download-Inhalte. Susel! Susel! Ich mach das hübsch. Feucht wie toll. So. Was können wir einem wieder anziehen? Ich versuche auch nicht nur ausschließlich die Download-Inhalte zu nehmen. Was mir schwer fallen wird. Wenn ihr Fragen habt, wo ich was her habe an Download-Inhalten, schickt einfach eine Mail an uns, also an hier Rap, sag ich schon Rap Panic, an Sweet Undead. Dann wird mir spätestens Jule Bescheid sagen, dass da irgendwas gekommen ist in Nachrichten und dann schreibe ich euch zur Not, wenn ihr wollt, auch in die Kommentare, also jetzt in die Beschreibung. Ich mache es jetzt mal nicht, glaube ich. Oder auch wenn ich am Wochenende Zeit habe, schreibe ich es euch in die Kommentare, in die Beschreibung, wo ich was her habe. Genau, zur Not fragt einfach per PN.
Ihr kriegt auf jeden Fall eine Antwort zurück. Oh, Naika, ich brauche den Hilfe, was passiert hier? Ja, sowas hier eigentlich. Nein. Ich finde schade, dass das hier so ein bisschen enger und länger ist, also bis hier lang. Wo ist es denn so noch? Das wäre schon cool. Das würde ich jetzt hier machen. Nehmen wir jetzt mal das Ding. Also wir werden den hundertprozentig auch noch umziehen. Also das ist keine Frage, aber ich wollte eigentlich wenig Download-Inhalte, aber irgendwie ist das jetzt alles so. Nee, wir nehmen das hier. Ich mag das Oberteil und machen es einfach mal ein bisschen dunkler. Das habe ich aus Supernatural. Und zwar ist das, glaube ich, in der Special Edition. Also ich habe die Limited Edition. Und da war das ein Download-Inhalt mit drin. Also war schon Hürde zum Spiel. Und das habe ich natürlich angenommen. Vor allem, die Shirts sind echt geil. Guck mal, hier ist ein Zombie drauf. Der hätte ein bisschen dunkler sein können. Mach ich gleich nochmal. Ein bisschen heller, meine ich. Das soll aber nicht so Gruftmäßig sein. Das ist eine Post, ne? Das ist auch ein gedownloader Account. Hier bei einer Hose ist so ein lustiger Bug mit drin. Der hier. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Aber irgendwie hatte ich das bis jetzt immer, wenn ich diese Hosen runtergeladen habe. Falls hier jemand Rat und Tat weiß, kann er das gerne Bescheid sein. Sieht jetzt mal die Hose? Oder die? Oder die? Das ist ja nicht mäßig. Das ist fand ich auch ganz cool. Aber die Texturen gefallen mir eigentlich jetzt so gerade, wenn der die anhat, nicht. Ich glaube, ich nehme eine von diesen Hosen hier. Und ich unbedingt die, nee. Oh. Ne. Die hier? Ja, die kann man nehmen, ne? Kann man auch schon. So viel zum Thema, ich nehme nicht so viele Download-Inhalte. Hat super geklappt. Puh, das ist ein paar Schacks. Die nehmen wir auch, glaube ich, die Accessoires. Ja, gucken wir weiter. Wenn man spielen möchte. Ich mach noch kurz das Outfit fertig und dann werden wir in der nächsten Folge weiter den Hide bearbeiten. Ich spreche den Gelage im Ablauf und dann ist gut. Weil wir sind schon ziemlich lange dabei, mein Lieb. Eine Sache wollte ich auf jeden Fall, das wollte ich gerne ändern. So.
Nein, er kriegt keine Fingernägel. Ihr seht, ich habe ganz viel gedauert. Schwarze Socken wieder kriegen. Das ist Pflicht. Ich glaube, ich gebe ihm diese Uhr. Und dann die Wolfsuhr kann ich euch ja mal zeigen. Ich werde. Ach, ich bin Schal, glaube ich, ne? Bin wie im Schal. Im Sommer. Ich werde ja viel mit dem Scheiß rum, ne? Irgendwie. Jetzt noch hat der Original-Hide. Trägt eigentlich immer weiße Klamotten und hat dabei einen roten Schal. Ich nehme ihn jetzt mal dazu. Weil das irgendwie zu Hide passt. Es ist Hide. Moment, hier. Die passen unglaublich gespeichert. Das sind normalerweise die Öhrchen. Bei der Frisur eher so ein bisschen katzenmäßig aus. So. Also, wir sind jetzt bei über 30 Minuten. Und ich habe beschlossen, ich werde ihn jetzt erstmal in der Ablage speichern. Und dann werde ich in der zweiten Folge von Let's Play Sims 3 auf jeden Fall den Hide fertig machen. Ja, ich denke, das ist ein Kompromiss, oder? Gut, dann sehen wir uns bei der nächsten Aufnahme wieder, wenn es heißt Let's Play Sims 3. Tschüss!